Herzlich willkommen auf dem Kanal von Kescherreisen. Ich habe heute wieder einen Gast hier und das ist Thorsten. Vielen vielleicht bekannt als Geofuchs. Thorsten, hallo. Wodurch könntest du den Leuten bekannt sein? Was machst du? Wer bist du? Erzähl uns doch etwas über dich. Ich könnte bekannt sein, weil ich in dem einen oder anderen noch Buch stehe, mittlerweile auch deutschlandweit. In wie vielen noch sicher? 2000 irgendwas, bisschen über 2000. Okay. Und ansonsten habe ich den Blog gecaching-online.de. Ich auch schon oft. Und der wird eigentlich ja mittlerweile recht gut deutschlandweit gelesen. Ja. Hast du eine bestimmte Frequenz, in der du veröffentlichst? Gibt es einen Artikel pro Woche, pro Monat oder immer nach Anlass? Nach Anlass, nach Lust, nach Laune, nach Idee. Mhm. Ja, mal mehr, mal weniger. Es gab auch schon Zeiten, da war halt mal ein Monat stillschweigen. Aber dann kommen auch schon mal irgendwo mal E-Mails, die dann sagen, hey Geofuchs, was ist los bei euch? Wann kommt mal wieder was vom Blog? Und dann sagt man sich, ja stimmt, hast lange nichts gemacht. Geh mal raus, such mal eine Dose, mach ein Video dabei oder berichte einfach davon. Und dann findet man auch eine Möglichkeit, ja. Was sind so die, oder was ist der Artikel, der am häufigsten gelesen wurde bei dir? Was war das Thema? Ich glaube, das erste Bremerhaven-Event. Das war, glaube ich, am häufigsten gelesen. Mhm. Ja, weil ich da mit dem Leser-Logo-Shop vor Ort war und hinter dem Verkaufsstand gestanden habe und habe aus der Sicht des Händlers ein Event beschrieben, was alles dazugehört, das Ganze drumherum. Und das ging von früh morgens um 4 Uhr aufstehen los, 6 Uhr Stand aufbauen, 9 Uhr kommen die Leute, wo du schon das eigentlich das erste Mal fix und fertig bist und musst dann freundlich gucken, weil hunderte Cacher ankommen und sagen, hey, hallo, und dich kenne ich und das will ich haben und hin und her. Ja, und dann steht man da den ganzen Tag, was ganz viele unterschätzen, was da wirklich ein Wahnsinnsaufwand ist, den man da betreibt, weil man muss wirklich den ganzen Tag freundlich sein, ja. Ne? Möchte man ja logischerweise auch nicht. Und denn, wenn alle Spaß haben, zum Konzert gehen, sich irgendeinen Kinofilm angucken oder fröhlich beisammen sind, dann fängst du an und baust deinen Stand ab. Ja, oder machst Abrechnung. Und ich sage, in Bremerhaven war es dann wirklich so, wir waren dann um 2 dem nächsten Tag früh morgens im Hotel und waren fix und fertig, ein Bier und haben dann bis um 9 durchgeschlafen. Lass mich mal kurz rechnen, das sind 22 Stunden. Ja, das war richtig, das war ein Knüppeljob. Und das ist eigentlich das, ja, was ich gerne den Leuten mal rüberbringen wollte, weil viele gehen auf ein Event und sehen eigentlich gar nicht, was steckt dahinter, was muss da der kleine Standbesitzer oder Betreiber, was muss der da wirklich stemmen, ja. Dass das nicht immer nur ein Vergnügen ist. Ja. Es geht ja noch ein bisschen vorher los. Ne? Auf alle Fälle, ja, ja. Die meisten Standbetreiber haben ja irgendwie auch noch ein Konzept für das Event, überlegen, was packe ich ein. Richtig, genau. Was das passt Auto zu, packen vorher, richtig, genau. Ja, machen ja, vielleicht ja. Noch irgendeine Sonderaktion oder einen speziellen Trackable. Den lassen sich irgendein Token oder irgendwas einfallen, genau. Oder Footcoin, was jetzt gerade so modern ist und dann alles sowas, genau. Ja. Mit Mario vom Laser Logo Shop habe ich das richtig. Du hast ja hier die Rockerfaust gibt es ja. Genau, das ist meine Coin, das ist auch genau, meine Hand. Das meine ich doch, das habe ich gesehen auch bei Mario. Oder? Genau, ja. Also ich habe, also dazu überredet richtig hat mich der Mario. Es gibt genug Videos und Fotos und Filme, ja, es sind ja Videos. Momente, wie auch immer, wo ich immer die Pommesgabel zeige. Und das kamen schon viele, die haben gesagt, Mensch, mach doch mal eine Coin da draus. Mhm. So. Es ist nicht gerade billig, es ist nicht gerade einfach. Man muss das ja auch irgendwie so schön hinkriegen. Ja. Und dann habe ich mich mal mit dem Mario von Laser Logo Shop unterhalten und er sagte, Mensch, das ist eine geile Idee, komm, mach das mal. Und wir durchdenken das und wir tüfteln mal und machen zusammen. Und dann haben wir uns die Melli noch ins Boot geholt von den Mietze-Cachern. Mhm. Dann haben wir ein paar Leute gesucht, die mit dran teilnehmen. Wir sind ja fünf Leute sind wir genau, die das gemacht haben. Weil alleine stemmst du so ein Objekt nicht wirklich unbedingt. Ja. Also ne, der, der das Geld locker liegen hat, sicherlich, ich nicht unbedingt. Also von daher gesagt, hier komm, 5 Freunde, man kennt sich unter Cachern und wir sind da auch ganz gut zusammen, die das gemacht haben. Und gesagt, pass auf, wir haben die Idee, wie setzen wir das um? Wir brauchen jemanden, der das irgendwo uns grafisch darstellt, sodass es nachher verarbeitbar ist. Und da kam dann die Melli ins Boot. Und dann wurde von uns 5 Herren ein Handshooting betrieben, wo ich dann glücklicherweise der Gewinner war. Okay. Weil sie sagt, meine Hand war am schönsten und außerdem bin ich der, der immer mit der Formskarte rumrennt. Ja, und dann wurde das Ding gezeichnet und gemacht. Und jeder der 5 durfte sich dann noch von seiner Lieblings-Hardrock- oder Metalband eine Textstrophe hinten drauf setzen. Was ist deine? Bei mir ist Metallica Unforgiven 2. Cool. So, und
Ja, so ist die ganze Geschichte entstanden. Dann haben wir uns die Metalle dazu ausgesucht, die Farben verteilt. Ja, der Frank zum Beispiel ist mit dabei vom Podcast. Elskamp, ja. Genau, der Frank Elskamp. Wizardland ist ja seine Hand mit Glow. Ja, so ist die Idee entstanden und es kam ganz gut an. Genau. Ja. Cool. Das ist eine schöne Idee, das ist echt cool. Ja, gibt's bin ich auch stolz drauf. Ich weiß nicht, ob die Janine vom Lost Place Shop noch welche hat. Ich habe keine mehr. Also wir Owner selber, wir haben keine mehr. Das ist definitiv. Ich frage sie und falls es noch welche gibt, packe ich einen Link mit unten in die Beschreibung vom Video. Das ist jawohl. Vielleicht eine gute Idee. Was sind so die nächsten Themen, die dir im Kopf schweben, um darüber zu schreiben auf deinem Blog? Auf alle Fälle dieses Jahr Vogtland, das Event, oder das Mega, auf einen Sprung ins Vogtland, bin dort geboren in Plauen, also das ist für mich eigentlich ein Muss, dass ich da runtergehe. Ich bin in Gera geboren. Das ist auch cool. Ja, das ist nicht so weit weg. Die Welt ist ein Dorf. Nee, ich bin da geboren und wo das rauskam, war ich auch der Erste, glaube ich, sogar, der darüber was gepostet und geschrieben hat. Und ja, das war für mich ein Muss. Da musste hin, das ist okay. Ich stand auf der Schanze mal drauf, da war sie ganz frisch. Und ja, da muss ich hin. Und da werde ich auch schreiben und bestimmt auch mal live gehen von dort. Mhm. Und ansonsten weiß ich nicht, es stehen dieses Jahr beruflich und privat ein paar Sachen an und auch mit dem Lost Place Shop zusammen. Ja, muss man sehen, das auch mal als Tagesgast irgendwo hin. Mhm. Genau, das habe ich gehört, dass du beim Lost Place Shop so in die Geocaching-Events, in die Touren so mit einsteigen wirst. So ein bisschen, ja. Das ist cool. Es wurde Personal gebraucht, ich komme mit der Janine ganz gut klar. Dann kam die Frage, Mensch, hättest du nicht Lust, willst du mal? Und dann, na klar, das eine habe ich schon gemacht, eine Tour mitgeführt und ja, war gut und passt. Das ist schön, wenn man macht das, Spaß. Was man als Hobby betreiben kann. Ja, na klar, das ist auf alle Fälle. Weiterführen kann, nicht gut. Wir sind ja hier bei Kescher Reisen, das heißt, es geht ums Reisen, auch um Ausland und Reiseziele. Hast du ein Geocaching-Erlebnis im Ausland, was du gerne teilen möchtest, wo unsere Zuschauer vielleicht unbedingt mal hin sollten? Darüber haben wir sogar einen Blog geschrieben. Mit dem Frank Elskamp zusammen haben wir mal eine Recherchetour gemacht, wo es noch relativ frisch war, Rumänien. Der erste Souvenir frisch war. Genau, wo das Souvenir frisch kam, also in relativ naher Zeit dann, wo das rauskam, haben wir dann eine Recherchetour gemacht nach Rumänien. Wollten eigentlich eventuell sogar noch weiter bis hoch in die Ukraine, aber da gab es dort ein paar, so Moldawien, ein paar Streitigkeiten in der Ecke, wo man uns dann gesagt hat, du nehmt noch Bulgarien mit und bleibt da, wo ihr seid. Das war eine richtig tolle Tour. So was hätte ich auch noch mal Lust, mal mit der Truppe zusammen zu machen. Okay. Aber auch der Mario war mit bei vom Laser Logo Shop und das ganze Podcast-Team und ich, hingeflogen, dort ein Auto gemietet und das war schon Wahnsinn, einmal quer durch Rumänien bis runter Schwarze Meer und dann rüber nach Bulgarien mal so einen Tagesabstecher gemacht. Cool. Das war sehenswert, erlebenswert und da kann man hin, da liegen auch schöne Dosen und vor allen Dingen auch an historischen Stellen und Orten, also das auch, vor allen Dingen, wenn man so sieht, die ganzen Ecken am Schwarzen Meer, so dieser Wahnsinn. Also ich bin Kind der DDR und ich kenne die ganzen Ecken dort unten, diese Ferienheimanlagen. Und wenn man das jetzt sieht, dass das wirklich fast reine Ruinen sind oder eben von Zigeunern bevölkert oder wie auch immer, da erschrickt man schon. Aber es ist auch Wahnsinn, das mal zu sehen, jetzt wie sowas anders aussehen und wirken kann. Ja. Okay. Das kann man nachlesen auf dem Blog. Das kann man im Blog lesen, da gibt es zwei Artikel darüber, genau. Weil das wäre einer zu lang gewesen, also wurden es in zwei geteilt. Ja. Werde ich auch verlinken. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Danke. Man merkt dir an, dass du Leidenschaft hast für unser Spiel. Das finde ich gut. Auf alle Fälle. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss.